Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 5.8.2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich eine Einschätzung geben zu den heute anstehenden Non-Farm Payrolls um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wird dieser Datensatz veröffentlicht? Ich könnte mir vorstellen, dass in Antizipation, also in Vorwegnahme auf diesen Print, der Lauf der jüngeren Vergangenheit, besonders im Nasdaq, also im Tech-Bereich, schon auf den Weg gebracht worden ist und infolgedessen wir vielleicht in ein sogenanntes Buy the Rumor, Sell the News reinlaufen könnten. Also sprich etwas anders formuliert, jeder Print, der im Bereich der Erwartung ist, selbst einer, der unter der Erwartung reinkommt, ist nicht zwangsläufig in der Lage, nochmal weiteres bullisches Potenzial freizusetzen oder vielleicht für einen finalen Spike zu sorgen, dann aber auf der Unterseite zunächst erstmal eine Korrekturbewegung einzuleiten. Und warum, wieso, weshalb das so ist, beziehungsweise was überhaupt erstmal erwartet wird und wie das einzuordnen ist, dazu in den folgenden Minuten mehr. Wir wollen einen Blick werfen natürlich auf dann weiter veröffentlichte Earnings Releases von gestern. AMC beispielsweise ist in der Nachbörse mit Zahlen gekommen. Ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich gestehen, so wirklich fundamental gerechtfertigt. Das spielt eigentlich weniger eine Rolle. AMC ist einfach nur aktuell weiterhin eine attraktive, interessante Trading-Aktie. Einfach deswegen, weil einfach viele Retail-Trader sich weiter auf diesen Titel fokussieren, nach der Meme Stock Squeeze. Aber im Großen und Ganzen, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich so ein fundamental getriebener Titel ist oder ob das nicht eher ein Play ist oder generell Plays, die sich dort formulieren lassen, die dann eher auf psychologischer Perspektive interessant werden. Anders sieht es da aus bei beispielsweise Cloudflare, Net. Ich habe gerade kurz vor Beginn des Morning Meetings hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Habe ich jetzt hier nicht in der Auflistung, aber nichtsdestotrotz, da werfen wir auch nochmal einen Blick drauf. Gap von 20% könnte ganz interessant werden. Hat nämlich noch ein bisschen Platz auf der Oberseite. Hat einen starken Breakout jetzt gesehen. Sieht auch aus, als wenn da ein sehr, sehr substanzielles beziehungsweise Gap erstmal auftritt. 20% zum gestrigen Schlusskurs. Aber dass wir eben auf der Oberseite auch nochmal Potenzial haben, vielleicht sogar bis $80. Und wenn wir jetzt um $70 eröffnen, dann sind das einfach mal $10, die da durchaus nochmal Bullishness initiiert werden könnten. Deswegen auch interessant sicherlich, weil das ein Play wäre, welches sich vielleicht vom übergeordneten Markt abkoppelt, sollte es zu einer Korrekturbewegung kommen, was aber wiederum Headwinds nach sich ziehen könnte. Also ein bisschen Gegenwind, das will kein weiteres Momentum aufnehmen. Wir blicken natürlich auf Gold, wir blicken auch auf den Dollar japanischen Yen in Anbetracht des Umstandes, dass das zwei sogenannte zinssensitive Märkte sind natürlich und mit den Non-Farm Payrolls Spikes in den US-Zinsen zu erwarten sind auf jeden Fall. Ja, bevor wir ganz offiziell starten, wie gewohnt zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, Schnellgeld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich bitte zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut, beziehungsweise ziehe einen unabhängigen Finanzberater hier zu Rate, der mit einem gemeinsam und unabhängig ein Risikoprofil erstellt. Entscheide dann, nachdem man sich auf markets.com/de eine kostenlose Demo heruntergeladen hat, ob der Handel mit diesem Produkt im Demo-Modus, wo man das risikolos testen kann, eignet. Sofern man das dann mit Ja für sich beantwortet, hat man die Möglichkeit natürlich auch ein Live-Konto zu eröffnen. Alle weiteren Informationen, vollständiger Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, wenn ihr Fragen haben solltet, die Elena per E-Mail zu kontaktieren. Hier gerne die entsprechenden Kontaktformulare auf der Webseite ansteuern. Solltet ihr Interesse an weiterem Austausch rund um die Märkte haben, stehe ich euch natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Zum einen hier jetzt im Morning Meeting, in der Chatbox, im Livestream. Gerne eure Fragen stellen, live im Event oder aber solltet ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschauen, gerne unterhalb des Videos eure Fragen, Wünsche, Wunschmärkte und so weiter einstellen. Darüber hinausgehend schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, jk-trading.com/forum. Da habe ich täglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch zu den Märkten miteinander, mit mir auch natürlich austauschen könnt, eure Trading-Setups teilen könnt, Fragen stellen könnt und so weiter. Darüber hinausgehend gibt es auch eine Discord-Community. Den Link dazu habe ich schon bereits in die Chatbox eingestellt. Gerne auch die Möglichkeit nutzen. Findet ihr den Link übrigens auch zur Discord-Community auf jeden Fall unterhalb dieses Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung anschaut. Und so, soweit zur Einführung an dieser Stelle. Wir blicken einmal auf die Aktienindizes, auf die wir initial einen Blick werfen müssen, beziehungsweise, also in diesem Kontext werden wir uns weniger auf den DAX fokussieren tatsächlich, als wir uns an erster Stelle fokussieren wollen auf das, was uns dann der Nasdaq eben tatsächlich präsentiert. In Bezug auf den DAX ist es so, wie man meiner Einschätzung nach hat erwarten dürfen. Und zwar haben wir, ich muss mal ganz kurz hier im Hintergrund übrigens ein bisschen Platz machen, ein bisschen aufräumen. Irgendwie ist hier gerade ein bisschen arg viel offen. Warum, wieso, weshalb auch immer. So, aber so ein bisschen Ordnung und so ein bisschen Struktur brauche ich dann schon im Hintergrund. So, also,
Blick auf den DAX und Blick auf die aktuellen Gegebenheiten, so wie sich der DAX eben entsprechend präsentiert. Also, wir haben einen Opening zu sehen bekommen, der sich choppy darstellt, ja, und keinerlei große Impulse aktuell gesetzt werden. Als ich heute früh meinen Tweet absetzte, hatte ich eine leichte bärische Tendenz, ausgehend allerdings vom Umstand, dass wir zum EMA unterhalb dessen getradet haben. Nichtsdestotrotz ist der nicht wirklich aussagekräftig, aktuell jedenfalls, weil wir eben choppy sind und seitwärts. Und dann kannst du zwar einen Vorteilsidentifikator haben, nur ist der, wie gesagt, nicht sonderlich aussagekräftig, einfach ausgehend vom Umstand, dass wir uns seitwärts bewegen und nicht schön trendig. Wir werden gleich nochmal den Handelstag von gestern vielleicht nachbetrachten und eine Idee an dieser Stelle eben eine über. Wird das gut gestreamt? Haben die Bildschirme zu Hause? Sehen jetzt, wie ich irgendwie. Das scheint gar nicht ein Problem hier mit meinem Rechner zu sein, sondern das scheint ein Problem mit dem gewählten Tool zu sein. Hakt das irgendwie beim Streaming jetzt? Kommt das alles gut an? Guck mal ganz kurz hier in die Chatbox. Also ich sehe bis jetzt noch nichts anderes, aber nichtsdestotrotz, ein bisschen nervös bin ich dann doch. Also eigentlich sollte das alles sauber laufen, also zumindest von der Internetverbindung, aber irgendwie steht jetzt hier Codierung überlastet, was auch immer das heißen mag. Okay, also Andreas schreibt gerade, ist alles gut, in Ordnung. Dann lasse ich mich davon jetzt nicht weiter beunruhigen. Sollte sich das ändern, lass mich das bitte einmal wissen. Also, Eröffnung. Wie gesagt, choppy, ohne wirklichen Vorteilsidentifikationsmodus in irgendeiner Form. Grundsätzlich schaut es mehr danach aus, als wenn das gestern hauptsächlich eine Rallye war. Rallye, ja, also Squeeze zumindest mal, die getragen wurde durch die aktuellen Gegebenheiten, wie wir sie im Hinblick auf den Terminmarkt eben vorfinden. Und zwar hinsichtlich entsprechender Absicherungsgeschäfte, weil wir ein erhöhtes Niveau hier geschriebener Calls auf die 13.500er Marke eben hatten. Wir hatten gestern dann den Break zu sehen bekommen, das hatten wir hier im Morning Meeting thematisiert gehabt, mit diesem Pull-in auch gegen den EMA an dieser Stelle, dem Halten allerdings oberhalb. Und ich hatte gesagt, eine Long-Überlegung hier in dem Zusammenhang mit Ziel vielleicht auf der Oberseite Region 13.800 ist legitim. Ich weiß gar nicht, haben wir das noch mitbekommen? Nein, haben wir nicht. Also Morning Meeting ist gegen 11:30 Uhr, 11:40 Uhr war vorbei. Also die Squeeze dann hier auf der Oberseite kam kurz nach 12 hier zustande. Also das heißt, der Gedanke auf der Long-Seite ist sich ausgegangen. Ich hatte noch ein Alternativszenario mit einem tieferen Hoch skizziert gehabt, einem Überrollen und einem Fall zurück unter den EMA, welches natürlich hinfällig ist, deswegen alleine schon, weil der EMA-Bruch hier nicht stattgefunden hat. Also wir halten uns weiter oberhalb. Wir halten uns oberhalb hier der Ausbruchregion. Entsprechend die Hochs, die wir in der Nacht ausgebildet hatten, beziehungsweise der Hochs von, jetzt muss ich kurz rechnen, gestern war Donnerstag am Mittwoch, und setzen halt über, können diesen Bereich halten, sehen dann nochmal eine Beschleunigung auf der Oberseite, wahrscheinlich weil hier innerhalb dieser ersten initialen Squeeze, kurz nach der Kasseröffnung gestern, einfach die Absicherungsgeschäfte, sofern das der Haupttreiber war, aber davon gehen wir jetzt aus im Rahmen unserer These, dass das eben in diesem Zusammenhang noch nicht abgeschlossen war, und dann sagen wir eben den finalen Squeeze höher. Und jetzt wird es eben interessant. Wir rollen dann über und wir droppen unter den EMA an der Stelle. Und nicht nur das, sondern wir geben im Grunde genommen dann in den Abend hinein komplett alle Aufschläge, die sich seit morgens hier auf den Weg gebracht gesehen haben, geben wir hier wieder her. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es keine nachhaltige Bewegung war, sondern eine, wie gesagt, hauptsächlich absicherungstechnisch getriebene oder technische Reaktion, könnte man das auch bezeichnen. Was im Umkehrschluss zeigt, dass die Nachfrage aus dieser Perspektive eher erwartet werden soll, dass sie nicht mehr in den Markt gegeben wird, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir eher die Shortseite favorisieren sollten aus dieser Perspektive, beziehungsweise dass wir dann auch mit einem ausbleibenden bullischen Impuls seitens der US-Märkte, der uns in der jüngeren Vergangenheit hier dann auch diese Etablierung dieser Aufwärtsstruktur im DAX mit Sicherheit geholfen hat zu etablieren, dass wir dann in diesem Zusammenhang ebenfalls einen Rücksetzer erwarten sollten bei einer Korrektur in den US-Märkten in Richtung dieser Trendlinie. Mal schauen, ich würde mir natürlich wünschen, dass solch ein Impuls oder solch eine Bewegung erst mit einem fundamentalen Trigger weniger vorher schon auf den Weg gebracht wird, weil das das Bild unnötig pathologisch werden lässt, lassen würde. Also besonders im Hinblick auf den Nasdaq, weniger in Bezug auf den DAX eigentlich. Gehe summa summarum davon aus, dass wir in die
Non-Farm-Payrolls am 14.30 Uhr und das Airdroppy seitwärts bewegen dürften, das heißt also seitwärts Geschiebe zu sehen bekommen, halten knapp oberhalb von 13.6. Dann vielleicht ein finaler Spike auf der Oberseite mit Überrollen und dann mit bärischen Vorgaben, sofern sie stattfinden. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, das müsste dann auch erstmal so kommen, aber dass wir dann entsprechend eben unter die 13.6 setzen und zunächst einmal hier einen Test dieser übergeordneten Aufwärtstrendlinie eben auf den Weg gebracht sehen. Das wäre so das von mir skizzierte Szenario tatsächlich. Ich muss allerdings gestehen, dass durch den Umstand, dass ich den Impulsgeber seitens der Non-Farm-Payrolls erwarte, dass ich dort hauptsächlich erstmal tradingtechnisch die US-Märkte natürlich in den Mittelpunkt gerückt sehe, beziehungsweise das Ganze spielen wollen würde über die US-Equities und in dem Fall ganz besonders über den Nasdaq dann an dieser Stelle. Den hatten wir jetzt schon die letzten Tage häufiger immer mal thematisiert gehabt. Wir sehen jetzt hier auf der Oberseite weiter ein Langhangeln an der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung, die sich hier etabliert hat. Wir sind summa summarum sehr, sehr weit gelaufen, sehr, sehr steil gelaufen. Ich mache uns jetzt hier so ein bisschen kleiner. So. Wir sind also sehr stark überdehnt an dieser Stelle. Bei genauerer Betrachtung zum Beispiel des Zinsmarktes würde man erkennen, dass die Impulsgeber hier ganz deutlich seitens des Zinsmarktes auf den Weg gebracht worden sind. Also wir sehen, wenn wir mal die Ausgangsniveaus der Schübe auf der Oberseite uns betrachten, sehen wir zum Beispiel hier die Juni bis dato auch die Jahrestiefs. Das ist, hat stattgefunden am, guck mal ganz genau, 16. Juni. Dann haben wir hier einen kurzen Spike gesehen, das war am 14. Juli, beziehungsweise wir können auch schon mal vorher gehen, könnten mal hier so diesen Bereich sehen, das war Anfang Juli, am 1. glaube ich. Am 1. also, am 14. Juli und dann noch einmal hier am rund 27. Und das ist deswegen relevant, weil, wenn wir nämlich mal einen Blick uns gönnen auf den Zinsmarkt, ich gehe mal ganz kurz hier in meinen Chart und einmal hier auf die 10-jährigen US-Zinsen auf Tagesbasis. Müssen wir ein bisschen rauszoomen. So. Dann können wir erkennen, dass das Hoch und die Jahrestiefs korrespondieren mit, tada, dem 16. Juni. Das bedeutet also, das Jahrestief ist hier im Nasdaq zusammenfallend mit dem Hoch um fast 3,5% auf 10 Jahres im Schuldtitel, auf T-Notes. Wir sehen dann einen ersten Rücksetzer. Wir sehen hier innerhalb dieses ersten Flushs auf der Unterseite einen Rücksetzer, der tada, zusammenfällt mit dem 28. Juni, Querstrich 29., 30., 1. Juli, diesem Bereich. Nächster Flushdown, Gegenbewegung. 11. Juli, also kurz bevor dann der 14. Juli den nächsten Impuls auf der Oberseite gesehen hat, beziehungsweise wir ausgehend von einem kurzen Rücksetzer am Nasdaq auf der Oberseite performt haben. Wir sehen hier den 21. Juli und jetzt erneut weitere Abschläge. Und das wird es interessant. Wir sehen in diesem Zusammenhang hier bereits, also was man erkennen kann, ist, das fällt nicht punktgenau zusammen, sondern das ist mit einer leichten zeitlichen Verzögerung ist das erkennbar. Und wir sehen hier schon im Hinblick auf die 10-jährigen Zinsen einen kurzen Bounce auf der Oberseite, der allerdings nicht nachgezeichnet wird sofort vom Nasdaq. Es könnte jetzt sein, dass wir genau diesen Spike auf der Oberseite, genauso wie wir diesen Drive auf der Unterseite hier in 10-jährigen Zinsen durch Aufschläge im Nasdaq zu sehen bekommen haben, jetzt dieser kurze Pop, auch wenn er die übergeordnet topische ausrollende Struktur und unter Druck geratene Zinsen hier nicht abbildet. Aber interessant wird in dieser Konstellation auf jeden Fall einmal, dass wir bei solch einem Pop einen Rücksetzer im Nasdaq erwarten sollten. Also aus der Perspektive könnte man schon ein Szenario skizzieren, wo man sagt, eventuell skizziert sich oder beziehungsweise kristallisiert sich auch hier so ein erstes Überrollen ab, was in den kommenden Tagen zumindest eine Korrektur einleitet, was nicht dazu führen muss, dass wir hier die etablierte Aufwärtsstruktur ausgehend von den Jahrestiefs in irgendeiner Form dann verletzen, aber zumindest mal einen Test der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung wahrscheinlicher werden lässt. Also das bedeutet, dass wir eben entsprechend einen Rücksetzer zu sehen bekommen in Gefilde 12.700, 12.800 Punkte ungefähr. Und jetzt gilt es natürlich, potenzielle Impulsgeber für solch eine News zu finden, beziehungsweise das Gesamtumfeld eben entsprechend hier einzuordnen. Und außer Frage steht, der Blick auf den Zins spielt eine ganz wesentliche Rolle. Der Zins ist relevant im Hinblick auf, oder die Erwartung auch im Hinblick auf die Zinsentwicklung, im Hinblick auf die Inflation, die wir hier seit nunmehr eigentlich einem Jahr schon fast und in den letzten Monaten ganz besonders infolge der sich beschleunigenden Inflationserwartung und Entwicklung eben zum Thema machen.
Das bedeutet also etwas anders formuliert, Inflation ist einer der Haupttreiber gewesen, infolge der FED, die US-Notenbank, geldpolitisch eben sich restriktiver präsentiert hat. Aber sie hat eben auch gesagt, und beziehungsweise es wurde dann auch seitens natürlich der US-Regierung, Querstrich der Biden Administration und auch bei den Hearings, bei dem Senate Banking Committee Hearing zum Beispiel, also dem halbjährlich stattfindenden Testimonial von Jay Powell vor dem US-Kongress und US-Senat und so weiter zum Thema gemacht, dass ein zu geldpolitisch restriktiver Kurs natürlich dazu führt, dass man die Wirtschaft abwürgt. Und ausgehend hiervon hat man dann auch schon eine deutliche Änderung in der Kommunikation seitens der FED gesehen, dass man jetzt beginnt, eben auch beispielsweise andere Wirtschaftsindikationen einzubeziehen, im Hinblick beispielsweise auf die Rezession, man sich zurückgehalten hat, was albern anmutet, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir 2 Quartale in Folge negatives Wirtschaftswachstum oder beziehungsweise eine Kontraktion der US-Wirtschaft zu sehen bekommen haben. Das ist die technische Definition einer Rezession. Ergänzend hierzu sehen wir ein weiteres Indiz, dass es hier zu einer sich am Horizont mindestens abzeichnenden Rezession kommt, eventuell wir schon mitten in einer befinden. Das ist infolge der aktuellen Inversion der Zinsstrukturkurve. Das heißt, aktuell zahlen 2-jährige US-Schuldtitel 3,1%, während 10-jährige 2,7% zahlen. Auch das nochmal ganz kurz hier gezeigt. Ja, das kann man erstmal hier, kann man das erkennen. Einmal hier, beziehungsweise was man ergänzend machen kann an dieser Stelle. Ich mache mal die ATE hier ein bisschen kleiner. Ich lasse die mal dennoch offen. Man kann den Chart zum Beispiel hier überlagern. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rein. Yield 2. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir, ja, ist ja fast. Einen Moment, ich mache es mal ganz kurz anders. Ein Tageschart ist ein bisschen suboptimal, damit man ein bisschen bessere Einschätzung hat. Hier, so. Das ist ein 30-Minuten-Chart jetzt. In Kerzenform haben wir weiter die 10-jährigen Zinsen. In orangener Form haben wir die 2-jährigen Zinsen. Und wir sehen, dass die orangefarbene Linie oberhalb der Candles liegt. Das bedeutet also, dass kurzfristig höhere Zinsen gezahlt werden als längerfristig. Und was bedeutet das? Nun, das bedeutet nichts weiter, als dass man kurzfristig erwartet, dass die Fed sich geldpolitisch restriktiv zeigt. Es lässt sich zeigen, also das kann man auch sehr, sehr schnell selber erkennen, dass kurzfristige Zinsen sehr stark positiv korreliert sind. In dem Fall also 2-jährige Zinsen sehr stark positiv korreliert sind mit der Leitzinsentwicklung oder der Zinserwartung im Hinblick auf das, was die Fed tun wird. Und längerfristige Zinsen an dieser Stelle eine Indikation geben im Hinblick auf das, was man längerfristig erwartet, im Hinblick auf den Preis für das Geld und folglich dann das Wirtschaftswachstum bzw. den geldpolitischen Kurs der jeweils zugrunde liegenden Notenbank. Also heißt, wenn ich niedrige Zinsen sehe oder einen fallenden Zins, dann erwarte ich, dass die Notenbank hier im Falle eines QE-Programms beispielsweise länger laufende Schuldtitel kauft, mit dem Ziel, langfristig Liquidität günstig zu machen, um Investitionen anzukurbeln, weil sie davon ausgeht, dass es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt. So, das bedeutet also etwas anders, wenn ich kurzfristig anziehende Zinsen sehe, also von der Fed erwarte, dass sie sich geldpolitisch restriktiv zeigt, zum Beispiel um Inflation zu bekämpfen, aber langfristig von einer skeptischen oder von, skeptisch bin im Hinblick auf das weitere Wirtschaftswachstum, dann sehe ich einfach, dass sich früher oder später hier diese Zinsstrukturkurve umkehrt. Also sprich, ich bin langfristig konjunkturell skeptisch, also niedrige Zinsen, kurzfristig aber positiv gestimmt, also positiv gestimmt im Sinne von, dass ich eben anziehende Zinsen erwarte. Auch das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass der Markt hier mindestens das Abzeichnen einer Rezession sieht, eher noch ein mittlerweile, wir befinden uns schon mittendrin Rezession, besonders vor dem Hintergrund dieses Gaps. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, sogar historisch, dass wir hier Aufschläge in der Größenordnung von 40 Basispunkten sehen. Aber zurück zu der Überlegung. Also, wir sehen mehr und mehr Anzeichen einer Rezession, aber trotzdem, man windet sich wie ein Aal seitens der Biden Administration ganz besonders aus politischer Perspektive, Stichwort Midterm Elections, Ende diesen Jahres und dergleichen. Auch die Fed wird vor den Karren gespannt und da wird gesagt, ja, es ist so, aber der Arbeitsmarkt, der ist immer noch solide genug. Und genau da kommt jetzt der Trigger ins Spiel und weswegen die Arbeitsmarktzahlen so brisant sind für den heutigen Tag, weil die den finalen, in Anführungsstrichen, Sargnagel einschlagen könnten, ausgehend von welchem man dann sagen kann, okay, jetzt zeigt sich zudem der US-Arbeitsmarkt schwach, beziehungsweise ist hier deutlich auf dem Rückmarsch, also wir sind in einer Rezession. So, und das wiederum macht eine geldpolitisch lockere Fed wahrscheinlich. Jetzt haben wir schon zu sehen bekommen, nochmal zurück ganz kurz auf den Nasdaq, jetzt haben wir schon zu sehen bekommen, dass wir aber sehr, sehr stark gelaufen sind in den letzten Tagen ganz besonders und auch mal auch eine Beschleunigung auf der Oberseite zu sehen bekommen haben ab,
Ich muss mal kurz sagen, Dienstag war es, also ab dem 2. August nochmal, auf der Oberseite deutlicher beschleunigt haben. Hier können wir sehen, das war so ein Top-Out. Und dann zogen wir mit etwas Versatz, also am 3., ab Mittwoch dann, aber noch einmal deutlicher auf der Oberseite an. Und womit hat das zu tun gehabt? Das hat besonders damit zu tun gehabt, dass am Mittwoch schon, Entschuldigung, am Dienstag schon die sogenannten JOLTS veröffentlicht worden sind. Das sind die Job-Openings, also das heißt die Stellen, die seitens, also die vakant sind, die seitens Unternehmen geschaffen werden und die es zu besetzen gilt. Wenn jetzt innerhalb eines skeptischen konjunkturellen Ausblicks ein Unternehmen die Entscheidung zu treffen hat, soll ich diese vakanten Stellen besetzen oder soll ich sie nicht eher streichen und sagen, ich reduziere eher meine potenziellen Kosten an dieser Stelle, dann würde ich an dieser Stelle sagen, okay, wir würden jetzt eher erwarten, dass die Unternehmen. Alter, wieder. Dass wir dann in diesem Zusammenhang erwarten, dass eben Unternehmen eher ihre Ausgaben diesbezüglich zurückfahren und eben vakante Stellen nicht besetzen, sondern vakante Stellen entsprechend eben streichen. Das bedeutet also etwas anders formuliert, die Eintrübung ist schon erkennbar zwischen den Zeilen und sie wird sich heute potenziell eben auch zeigen, dann mit den Non-Farm-Payrolls. Nun allerdings das große Aber, wir haben einen Großteil dessen eben schon vorweggenommen gesehen, meiner Einschätzung nach. Wenn man sich die jüngsten Kursentwicklungen anschaut, also der Markt, der ist an der Stelle wesentlich schlauer oder beziehungsweise der spricht eine ganz andere Sprache. In Relation zu dem, was einem seitens der Politik kommuniziert wird. Also, es ist im übertragenen Sinne so dieser Spruch, den man kennt: Show me where the money is. Also, anders formuliert, Politiker, ganz besonders Politiker an dieser Stelle, aber auch Notenbanker, die reden und reden und reden und reden und reden. Aber das hat nicht wirklich eine Aussagekraft. Aussagekraft hat das, wo sie ihre hart verdienten, naja, gut, im Falle jetzt von Politikern eher weniger hart verdienten Euros oder US-Dollar eben entsprechend positionieren. Aber genau da kriegen wir das entsprechende Feedback. Und wenn ich sehe, dass wir in diesem Zusammenhang eben einen Kauf längerfristiger laufender, länger laufender Schuldtitel zu sehen bekommen, also Anleihen gekauft werden, in Erwartung, dass diese auch seitens der US-Notenbank verstärkt gekauft werden in der näheren Zukunft, zeitgleich sich dann hier herauskristallisiert, dass Aktien auf diese Erwartung weiterer Liquidität entsprechend eben bullische Impulse sehen, also auch hier Equities gekauft werden, dann impliziert das, dass die Marktteilnehmer entsprechend beginnen, einen schwachen Arbeitsmarkt zu spielen, zu erwarten. Und so, jetzt, das ist eine ganz interessante übergeordnete Information, aber jetzt kommt das große Aber. Dieses Eingepreistsein, das könnte heute dazu führen, dass wir dennoch ein Buy the Rumors, also wir kaufen das Gerücht, dass es so kommen wird, und Sell the News Event zu sehen bekommen. Und da lohnt es sich dann tatsächlich ein bisschen mal zwischen den Zeilen zu blicken. Also, wenn wir uns die Non-Farm-Payrolls heute anschauen, dann sehen wir, dass die Erwartungshaltung hier, der sogenannte Konsens, bei 250.000 neu geschaffenen Stellen exakt liegt. Also die Website ist tradingeconomics.com und da kann man sich über den Indikator Countries USA und dann über den Arbeitsmarktbereich kann man sich diese hier ganz detailliert anschauen lassen. Auch die jüngsten Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang. Die Frage, die sich aber jetzt stellt, ist natürlich, wo kommen denn die 250.000 her? Und genau da lohnt dann immer ein detaillierter Blick auf einen Account, den ich hier wärmstens empfehle für alle diejenigen, welchen, die sich diesbezüglich für weitergehende Details oder beziehungsweise für solche Skizzieren oder Formulieren auch von Trade-Hypothesen rund um News-Events interessieren. Anthony Barton, der stellt all freitaglich zum ersten Freitag eines Monats stellt er hier die Primary Dealer NFP Guesses und zwar aufgeschlüsselt nach den einzelnen Notenbanken, sag ich schon, Investmentbanken entsprechend. Also CS, Credit Suisse, MS, Morgan Stanley, TD America, NatWest, Daiwa, was haben wir hier noch? Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas, Nomura, HSBC, DB ist Deutsche Bank und so weiter. Also das heißt, der stellt diese entsprechend auf und jetzt lässt sich aus diesen Einschätzungen dieser Primärhändler bzw. dieser Investmentbanken ein Median erstellen bzw. einen Durchschnitt erstellen. Ein Median, je nachdem. Also in dem Fall ist der Median 2,65. Der Durchschnitt, wenn wir das jetzt einhacken würden in den Taschenrechner, könnte ich mir vorstellen, liegt bei 2,50. Aber egal, ob das jetzt plus minus 20.000 Stellen hier an dieser Stelle sind. Genauso, ausgehend von solchen Umfragen, die dann von Bloomberg oder von Reuters gemacht werden, kommen solche Betrachtungen zustande, wo der Konsens eben herrührt. Spannend ist jetzt allerdings, dass man natürlich hier noch eine etwas bessere Aufschlüsselung bekommt. Also wohin geht denn der Bias? Es kann ja durchaus sein, dass wir bei solch einer Durchschnittsbetrachtung hier ein Print sehen, wo einer beispielsweise sagt, ich erwarte nur 50.000 neu geschaffene Stellen extra und alle anderen liegen jenseits von Gut und Böse auf der Oberseite und dadurch der Gesamtdurchschnitt nach unten gerissen wird. Das hilft uns natürlich im Bereich Trading oder in Bezug auf das, was wir jetzt erwarten sollen, nicht wirklich weiter. Und deswegen macht es dann Sinn oder beziehungsweise wir können dann anhand dessen
können wir eben entsprechend hier eine ich sag mal, verhältnismäßig gute Einschätzung eben tatsächlich bekommen, wo ungefähr die Neigung hingeht, also die Skew, in welche Richtung diese Verteilung eben entsprechend hier kippt. So will ich es mal eventuell formulieren. Und was man jetzt machen könnte, um das sich besser darzustellen, ist, dass man hier, ich habe das schon mal vorbereitet, so eine Kurve entsprechend eben hier generiert und wo man dann hier schon in diesem Bereich die 250.000 sieht, beziehungsweise wir werden gleich sehen, ich werde das mal ein bisschen breiter machen, damit man ein bisschen bessere noch Einschätzung hat. Wir gehen mal an dieser Stelle in 50.000er Schritten und wir sagen mal, dass dieser Kasten jetzt hier den Bereich abdeckt zwischen 250 bis 300k. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, die Mitte davon liegt ungefähr bei 275, ne? Dann haben wir so ungefähr Pi mal Daumen, haben wir die 265 hier an dieser Stelle. Es muss auch nicht genauer als genau werden, das ist albern, aber zumindest mal, dass man eine Idee bekommt, wo eben jetzt dieser Guess herkommt. Und dann können wir erkennen, dass hier ein relativ kleiner Balken ist, also hier, der liegt, beziehungsweise, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das überhaupt stimmt. Ja, 4. Ja, kommt ungefähr hin. Das ist so der Bereich. Dann kommt hier nochmal ein ganz kleinerer hinten dran. Vielleicht nochmal ein Stückchen kleiner sogar. So. Da haben wir 200 bis 250k. Dann haben wir hier nochmal 150 bis 100. Moment. Ja. 150 bis 200, beziehungsweise machen wir bis 1,90, so können wir das vielleicht hinmachen. Hier den stellen wir uns einfach bis 2,40 ungefähr vor. Und jetzt erkennen wir, dass dann aber hier auf der Oberseite, ich habe das jetzt ein bisschen suboptimal ehrlich gesagt gemacht, ist ein bisschen blöd ehrlich gesagt, ich hätte das ein bisschen anders aufteilen sollen, ist nicht ganz klug gewesen. Aber wir sehen eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass der Durchschnitt bei 2,75 liegt, dass simpel gesprochen mehr als die Hälfte, leicht mehr, aber dennoch mehr als, wenn wir die 250 noch mit einbeziehen, dann sieht man es, dass mehr als die Hälfte der hier befragten Investmentbanken eigentlich einen Bias haben auf der Oberseite. Also das bedeutet, dass die eigentlich eher erwarten, dass wir 250 oder beziehungsweise im Print im Bereich um 300.000 neu geschaffene Stellen eben dann veröffentlicht sehen. Und dass diejenigen welchen, die eine Enttäuschung erwarten, eigentlich eher auf der Unterseite anzutreffen sind. Also das heißt hier, man kann sehen, es gibt diesen Hang von 250 nach oben. Und genau so kann man dann an dieser Stelle erkennen, es ist ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Ich habe das ein bisschen zu. Ich mache mal ganz kurz, ich nehme die mal wieder zurück. So, nehme mal wieder raus. So, also wir sehen eine Skew auf der Oberseite. Vielleicht sollten wir diesen Kasten auch ein bisschen breiter ziehen an der Stelle, dass wir dann zum Beispiel hier nochmal ansetzen und sagen, so, das ist das, was auf der Oberseite erwartet wird und hier haben wir eben den Teil weniger, der erwartet wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Datensatz enttäuschen wird gegen das, was die Wall Street erwartet, weil der Bereich hier mit 300.000 auf der Oberseite, vielleicht sogar 320.000, sich schon größtenteils abgebildet sieht in der Erwartung dessen, was hier die NFP-Guesses eben zeigt, ist verhältnismäßig groß. Also das bedeutet etwas anders formuliert, eine Enttäuschung, auch vielleicht sogar in Kombination mit dem Wissen rund um die Jaws, die wir am Dienstag zu sehen bekommen haben, scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Aber was bedeutet das denn für uns als Trader? Nun, das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir eigentlich erwarten sollten mit einer Enttäuschung, dass es zu einer kurzen Enttäuschung kommt, also aus der arbeitsmarkttechnischen Perspektive, beziehungsweise im bullischen Spike infolge des Umstandes, nämlich, dass man plötzlich sagt, okay, die US-Wirtschaft, die scheint wirklich ein bisschen hakelig zu laufen und dass man dann diese Überlegung, die wir schon letzte Woche in Bezug auf die Fed hatten, nämlich in Bezug auf das, was wir seitens der Notenbank erwarten sollen, dass es hier zu einem kurzen Pop kommt. Auf der Oberseite, durch nämlich das Auspreisen der Erwartung, dass die US-Notenbank auf ihrer September-Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte anhebt, das wird sich deutlich reduzieren infolge solch eines Prints. Also davon gehe ich jedenfalls aus, so fußt sich jedenfalls meine These.
was dann kurzzeitig nochmal einen bullischen Spike in Equities nach sich zieht. Aber anders als das, was wir bei der Fed zu sehen bekommen haben, sind wir nunmehr schon relativ weit auf der Oberseite eben gelaufen. Und genau daraus resultiert dann das erwartete Szenario: Pop auf der Oberseite und dann eher der Drop oder beziehungsweise der Verkauf. Also buy the rumors, sell the news. Ein klassisches Event, was wir meiner Einschätzung nach somit erwarten sollten. Und was dann wiederum, besonders beim Unterschreiten der gestrigen Tiefs, so hier im Bereich 13.200 Punkte verlaufend, weitere Abwärtsdynamik auf den Weg bringen könnte, die uns dann in diese Range führt, vielleicht sogar zwischen 12.800 bis 13.000. Also was in den Wochenschluss hinein, besonders im Tech-Bereich, eher eine tiefere Korrektur denkbar werden lässt, wahrscheinlicher werden lässt. Also so fußt sich im Grunde genommen eine These. Also ich fange an mit dem Datensatz selber, was wird erwartet, gucke mir das dann an, wo, in welche Richtung ist diese Erwartung geneigt. Und ausgehend hiervon schaue ich mir den Kursverlauf der jüngeren Vergangenheit an, was sind die übergeordneten Makrotreiber, und dann ausgehend hiervon formuliere ich eben meine These. Und bei dieser Formulierung der These komme ich eben zu dem Schluss, dass ein Großteil eines schwachen Arbeitsmarktberichtes eingepreist ist und dann in diesem Zusammenhang eben folglich eher ein Rücksetzer und eine Korrekturbewegung eben auf den Weg gebracht werden könnte. Alternativszenario: Wir bekommen eine positive Überraschung zu sehen, wäre wirklich, also für mich jedenfalls, wirklich überraschend, aber eben auch nur wirklich für mich überraschend. Wenn wir uns dann wiederum die Street anschauen und diese Guesses anschauen, dann sehen wir, also eine wirklich positive Überraschung, die sehen wir eigentlich erst mit einem Print deutlich über 300.000. Also 3,25, vielleicht 3,50 sogar auf der Oberseite, dass wir wirklich auf der Oberseite weglaufen, was aber an dem Szenario nichts ändert. Also mit Ausnahme des Umstandes, dass wir diesen Pop vielleicht kurz auf der Oberseite nicht zu sehen bekommen. Aber solch eine Überraschung, die würde natürlich wiederum sagen, ist es wirklich so schlecht bestellt um die US-Wirtschaft? Eher weniger. Also vielleicht werden es doch 75 Basispunkte im September. Das heißt also, dieser Balken hier, der wird sich weiterhin angehoben präsentieren, eventuell sogar einen kurzen auch Rutsch nach oben sehen in Richtung 50-50-Entscheidung, dass es dann auf eine solche Leitzinsentscheidung im September hinausläuft. Aber das ist eben etwas, was wiederum auf die Equities, besonders im Tech-Bereich, eher negativ durchschlägt. Also das heißt, auch da für dieses Szenario, wenn die Erwartung auf der Oberseite laufen würde, wäre ein bärischer Verlauf eben zu erwarten. Das heißt also, man könnte ganz grob zusammengefasst sagen, US-Equities bzw. der Tech-Bereich oder der Nasdaq stehen nach dem jüngsten Lauf hier auf der Oberseite im Hinblick auf die Non-Farm-Payrolls eher vor einem Lose-Lose. Also für heute jedenfalls. Das ändert ja nichts an dem Umstand, dass wir dennoch weiter bullish bleiben und diese Bodenbildung weiter voranschreiten sehen. Denn spätestens, wenn wir diese Korrektur abgeschlossen haben, vielleicht einen etwas aggressiveren Flush zu sehen bekommen, der übrigens dann nächste Woche auf die Wege gebracht werden könnte. Nächste Woche am Mittwoch stehen die Inflationszahlen für den letzten Monat an im Juli. Eventuell gibt es da wieder eine Überraschung auf der Oberseite. Nicht auszuschließen, dass das stattfindet. Die letzten 2 oder 3 Male haben wir die ja auch zu sehen bekommen. Ich persönlich bin weiterhin eher skeptisch, besonders vor dem Hintergrund dieses Top-Outs in den Rohstoffmärkten. Aber nichtsdestotrotz wäre das wiederum etwas, was dann nach einer kurzen Korrekturbewegung als Trigger fungieren könnte, diese Bullishness weiter fortzuschreiben und dann entsprechend eben zu einem Bruch über die Juni-Hochs zu führen, in dem Fall im Falle des Nasdaq über die 13.200er-Marke. Ja, also das im Hinblick auf die Non-Farm-Payrolls, im Hinblick auf das, was wir für den Nasdaq an dieser Stelle erwarten sollten. Was jetzt in der Konstellation ein bisschen schwierig anmutet, ist es für Einzeltitel hier Setups zu formulieren. Das ist deswegen ein bisschen schwierig, weil die gestern veröffentlichten Earnings, beispielsweise im Hinblick auf Cloudflare, also Net, beziehungsweise auch vielleicht auf Lyft, das ist ein Konkurrent von Uber, die ja jüngst ja auch einen sehr, sehr starken Datensatz zu sehen bekommen haben. Das sind für mich die interessantesten Titel hier aktuell. Also ich habe Lyft vorbereitet, Net habe ich tatsächlich nicht vorbereitet, die habe ich nur schon für mich runtergeschrieben, warum ich das ganz interessant erachte. Aber einmal auf Lyft geblickt, Verzeihung, das ist Square, einmal hier. Also Sales über der Erwartung gestern veröffentlicht worden, Active Riders ziehen auch erneut an, 15,9% gegen Erwartung steht da gar nicht, year on year auf jeden Fall. Also das heißt, es gibt mehr und mehr Fahrer, die sich wieder für diese Dienstleistung zur Verfügung stellen. Der Revenue pro Fahrer ist ebenfalls aufläufig, vorläufig zunehmend. So, also auch ein bullischer potenzieller Treiber zeichnet sich jetzt dahingehend ab, dass wir in Lyft eben in der Vorbörse aktuell 8,6% höher notieren. Deswegen interessant, weil Lyft, können wir mal kurz einen Blick hier drauf werfen. Habe ich noch gar nicht aufgemacht. Okay, mache ich die jetzt mal ganz kurz auf.
weil Lüft jüngst ebenfalls sehr, sehr scharfe Abschläge gesehen hat und jetzt in auch eine Bodenbildungsphase übergeht. Und jetzt haben wir gestern hier schon gesehen, wir sind in diese Gefilde um 16, $17 vorgestoßen, gappen jetzt aufwärts, also das heißt knapp unterhalb des 20er-Level hier an dieser Stelle, an derzeit in der Vorbörse bei rund 19 Dollar, Pi mal Daumen. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass wir eventuell im Rahmen einer vielleicht kurzzeitigen bullischen Vorstellung im Nasdaq beispielsweise durch ein Auspreisen dieser 75 Basispunkte für die September-Zinsentscheidung kurzen Pop zu sehen bekommen, aber dass dann Lüft hier auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass wir auch da recht überdehnt anmuten und recht positiv schon in die Earnings gelaufen sind. Also hier sehen wir besonders das Gap Up. Das hat Lüft am Anfang der Woche, also Montag, Dienstag, den Entwicklungen rund um Uber zu verdanken gehabt. Ganz kurz nochmal vielleicht auf den Wirtschafts- oder Earnings-Kalender. Wir haben Dienstag vorbörslich Zahlen von Uber gehabt, die sehr stark waren. Die Uber haben, ich glaube, über 20% sogar zulegen lassen für den Tag. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall hat Lyft im Windschatten, weil das ein Sympathy-Play ist oder ein gleicher Sektor, ebenfalls sehr, sehr stark performt. Also wir sind mit deutlichen Aufschlägen in dieses Event reingekommen. Wir sehen jetzt auch ein potenzielles Gap-Up, aber mit dem ganz entscheidenden Unterschied, dass wir übergeordnet so ein bisschen Gegenwind bekommen. Also eigentlich möchte ich im Lüft ausgehend von diesen Earnings eher long spielen, aber sehe das übergeordnete Bild und stelle mir dann schon die Frage, ob wir auf einen kurzen Pop jetzt auf der Oberseite und ein eventuelles Überrollen und dann auch halten unterhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises nicht eventuell ein interessantes Shortplay hätten. Auch wenn Lüft ausgehend von den Zahlen vielleicht in einem schwach performenden übergeordneten Umfeld nicht so schwach performen würde. Also vielleicht nicht unbedingt der optimale Kandidat für so einen Fade-Trade wäre, aber es wäre auf jeden Fall so, dass man Lüft hier aus dieser Perspektive auf dem Schirm haben sollte. Wir können auch mal kurz einen Blick werfen auf Nett, also Cloudflare. Achso, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, Nett ist natürlich nicht so gut. Einen Moment, Cloudflare. Cloud, fangen wir so an. Cloudflare. So, Cloudflare. Ticker-Symbol ist Nett. Auch hier ziemlich beaten down. Bodenbildung. Breakout. 20% Aufschläge jetzt in der Vorbörse, die wir zu sehen bekommen, in Richtung des Gaps aus dem Mai, wo damals auch wahrscheinlich Earnings veröffentlicht worden sind, die enttäuscht zu haben scheinen. Und wir stoßen in diese Gefilde zurück vor. Relativ stabiler Ausblick. Ich muss mal kurz überlegen, wo ich am besten die Earnings herbekomme. Vielleicht gucken wir mal kurz bei Finbus. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit. Earnings Call Transcript, Cloudflare Stock Search, Market Watch. Ja, das müsste eigentlich gut sein. Market Watch ist gar nicht so schlecht. Ja, Cloudflare Stock Rally Following Earnings Beat, Raise the Revenue Outlook. Also, die haben zum einen die Erwartung der Analysten übertroffen. Einen Moment, dann nehme ich meine Aufzeichnung hier aus dem Hintergrund. Dann lese ich die einmal ganz kurz vor, was ich schon vorbereitet habe für mich. Also, kein Gewinn pro Aktie, aber flat. Also, Gewinn pro Aktie ist 0, aber es wurde ein Verlust von einem Cent pro Aktie erwartet. Revenue 2,34 gegen 2,27 erwartet. Guidance, die lag im Bereich dessen fürs nächste Quartal, was erwartet werden durfte. Also, Gewinn pro Aktie wieder flat bis 1 Cent plus gegen 1 Cent plus Erwartung. Der Revenue 2,50 bis 2,51, der lag allerdings über der Erwartung im Hinblick auf die Guidance fürs nächste Quartal bei 2,47 Millionen. Das ist erwartet worden. Und dann haben wir allerdings einen Beat gesehen oder beziehungsweise eine Guidance über der Erwartung liegend beim Gewinn pro Aktie für das komplette Jahr 22, nämlich zwischen 3 bis 4 Cent gegen nur 3 Cent erwartet und Revenue zwischen 9,68 bis 9,72 gegen 9,58 erwartet. Also starke Zahlen. Summa summarum und unterm Strich eben hier jetzt erstmal erklären, wo dieses Gap herkommt von rund 20%. Ist auch einer, also nicht der meistgehandelten Titel, da müssen noch ein bisschen mehr, muss noch ein bisschen passieren, da gehen im Schnitt 6 Millionen Stücke um, aber nichtsdestotrotz. Interessant wird auf jeden Fall hier zu sehen sein, ob wir erstmal Schwierigkeiten bekommen im Bereich um die 70, falls nicht. Und falls wir die 70 halten können, vielleicht auch uns relativ stabil halten. Also es muss ja nicht gleich vom Opening weg Bullishness reinkommen in die Aktie. Aber wenn der übergeordnete Markt vielleicht eine Korrektur sieht, aber sich Cloudflare stabil hält und dann Gegenbewegung eingeleitet wird, die uns hier in diesem Zusammenhang über diesen Widerstand um eben rund 70 Dollar hieft, auch psychologisch vielleicht,
Wird dann in diesem Zusammenhang nächste Woche, in den kommenden Tagen, durchaus denkbar, dass wir dieses Gap, damals das letzte Earnings Gap, dass wir dieses schließen. Also dass wir in die höheren 70er Gefilde bis in den Bereich sogar um 80 vorstoßen. Also das scheint mir ein durchaus interessanter Kandidat zu sein. Und selbst wenn sich heute kein Player ergibt, dann sollte man die Aktie deswegen auf dem Schirm halten, weil wir wieder eine relativ simple Herangehensweise dahingehend nämlich machen, dass wir sagen, wenn das Gap gehalten werden kann, trotz eines vielleicht sich übergeordnet auch schwach darstellenden Umfelds, eine Korrektur im Nasdaq oder dergleichen, sollte man die Aktie eben durchaus weiter im Hinterkopf behalten, denn früher oder später, wenn nach solch einer Zeit, solch einem Verschnaufen oder beziehungsweise solch einer Price Action, die eben zeigt, dass man in der Lage ist, dieses Gap, was aufgetan wurde durch die Earnings, zu halten, bei einem erneuten aufdrehenden Marktumfeld übergeordnet, also Nasdaq an der Stelle ganz besonders oder auch der S&P, sollte nach einer Korrektur dann die Verschnaufpause kommen und wir aufdrehen, zum Beispiel durch die Inflationszahl nächste Woche, dann wäre das eventuell ein Kandidat, also Cloudflare am Net, ein Kandidat, der bullish outperformen könnte. Also auch aus der Perspektive ist das durchaus ein Kandidat, den man so ein bisschen zumindest auf der Watchlist haben sollte, wo man einfach mal, man nimmt ihn einfach auf die Tickerliste, man beobachtet die Price Action, man formuliert vielleicht für heute schon entsprechend den Gameplan. Wie gesagt, eventuell ist Lyft ein bisschen besser, weil wahrscheinlich ja nach diesem Run-up in die Earnings prädestiniert für eine kurze Verschnaufpause gegen die 20-Dollar-Marke und vielleicht für einen Fade-Play wesentlich besser geeignet. Nichtsdestotrotz, man formuliert einen Gameplan für die Long-Seite. Short würde ich Cloudflare auf jeden Fall im derzeitigen Umfeld ausgehend auch von den Zahlen eher nicht handeln wollen. Also wie gesagt, sondern eher auf ein Halten des Gaps dann von der Long-Seite in den kommenden Tagen einfach in Betracht ziehen. Und so, jetzt hatte ich natürlich noch AMC mit in die Liste aufgenommen. Deswegen will ich an der Stelle ganz kurz die auch allerdings nur als Play, vielleicht auch als Shortplay. Ja, warum nicht? Also könnte man durchaus in Betracht ziehen, ehrlich gesagt, als ein Fade. Eigentlich schon in der Vorbörsesprache. Ich gucke mal ganz kurz, ob AMC hier auftaucht. AMG? Nein, okay. Dann machen wir das mal ganz kurz wie folgt. Dann holen wir AMC mal drauf. Also die Zahlen waren nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Nicht, dass es überraschen würde. In der Vorbörse, hier, 8,8% Minus an der Stelle im Bereich um 17 Dollar handelnd. Ich habe hier auch schon mal was vorbereitet in Bezug auf die Earnings, die veröffentlicht worden sind. What you need to know. Also, Company said July 21 was the highest number of guests at AMC's US Theater since December 19. Also, das heißt, wir haben seit Dezember 2019 jetzt die meisten Kinobesucher begrüßen dürfen. Eventuell ist das auch geschuldet dem Umstand, dass man hier einen ziemlich großen Run gesehen hat durch diesen neuen Maverick-Film oder Top Gun oder wie auch immer der heißt, also mit Tom Cruise. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht mal den ersten Teil gesehen, aber angeblich soll der Film wohl ganz gut sein. Hat eine riesen Publicity gehabt und AMC auch in diesem Zusammenhang eben als Kinobetreiber an der Stelle eben kurzzeitig in Play gewesen, auch jüngst mal in Play gewesen. Wie gesagt, die Earnings, ja, Second Quarter Revenue, also das heißt Umsatz fürs zweite Quartal 1,17, sind 444,7 Millionen mehr als in der Vorjahresperiode, was natürlich nicht überrascht vor dem Hintergrund Covid-Lockdowns und so weiter. Aber der Street-Konsensus, der wurde nur knapp übertroffen mit 1,16. Also die Wall Street hatte erwartet 1,16 Milliarden. Das heißt also an der Stelle 1,17, das ist dann wiederum nur marginal über dem, was die Erwartung betraf. Verlust pro Aktie, der hier ausgegeben wurde, 20 Cent, der lag höher als die 19 Cent Verlust pro Aktie, die von der Street erwartet worden sind. So, summa summarum, also durchwachsener Datensatz an der Stelle, eher reines Trading-Spiel, weniger fundamental getrieben. 200-Tage-Linie ist im Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Das lief so ungefähr gegen 20 Dollar, haben jüngst auch einen relativ scharfen Run gesehen. Und sehen eben jetzt in der Vorbörse Abschläge, die uns zunächst mal gegen 17 Dollar laufen lassen. Mal schauen, ob da weitere Bearishness auf den Weg gebracht wird. Denkbar würde, dass wir bis in Gefilde um 16, eventuell auch leicht unter 16 Dollar rutschten, besonders wenn sich das übergeordnete Marktumfeld eben eintrübte. Als Orientierung, wie ich mich da positionieren würde, würde ich den volumengewichteten Durchschnittspreis nehmen. Also wir können mal ganz kurz hier in die Vorbörse gehen. Den Kollegen nehme ich mal ganz kurz hier raus. So, AMC. Das Ganze gucken wir uns mal auf 5-Minuten-Basis an. Also, was möglich sein könnte, was man mal abwarten müsste, wäre,
Ob es einen kurzen Pop hier auf der Oberseite gibt, nochmal in Richtung der 18er-Gefilde, gegen die wir dann Schwierigkeiten bekämen. Sobald wir dann unter den volumengewichteten Durchschnittswasser, das ist die blaufarbene Linie, also diese gleitende Durchschnittslinie hier, aktuell verlaufen um 17 fielen, wäre das eigentlich ein Signal für die Shortseite, was dann die 16er-Gefilde aktivieren würde. Das wären dann auch hier ungefähr die Earnings-Tiefs, so bezeichnen wir sie mal. Und eventuell darunter hinausgehend auch weiteres bärisches Momentum, was vielleicht sogar uns führen könnte bis 15, 50, 16 ungefähr. Was eben, wie gesagt, bei AMC interessant ist, ist ein interessanter Kandidat für Fade Plays und auch ein Kandidat aus trading-technischer Perspektive interessant, weil sehr liquide. Da gehen, ich kann mal ganz kurz hier, wo habe ich denn Finviz da oben? Können wir uns das mal ganz kurz anschauen. Da gehen eben im Schnitt, so, da gehen im Schnitt rund 43 Millionen Stücke pro Tag um. Was wiederum bedeutet, wir bekommen recht enge Spreads, wir bekommen sehr, sehr gute Möglichkeiten, unser Risiko zu kalkulieren. Also tradingtechnisch ist das schon eine interessante Aktie. Ich würde das allerdings weniger fundamental spielen wollen. Was mich stört, ehrlich gesagt, besonders wenn ich das Short spiele, ist, dass wir keine konkreten Angaben hinsichtlich des sogenannten Short Floats haben, der verhältnismäßig immer noch hoch sein dürfte. Also Gerüchte gehen von 15 bis 20% Short Float an dieser Stelle eben aus. Das dürfte sich wahrscheinlich sogar in einer ähnlichen Liga abspielen, wie vielleicht auch hier GME. GameStop liegt bei 23,2. Das Problem bei solchen Aktien, die einen relativ hohen Shortfloat haben, ist, dass die das die Tendenz haben, sehr whippy zu werden. Also teilweise sehr, sehr spikig sich zu präsentieren. Und dann in diesem Zusammenhang auch Short Coverings oder Short Squeezes auf den Weg gebracht werden, weswegen es immer so ein bisschen hakelig ist, sich da Short zu positionieren. Auf der Kehrseite aber, wie gesagt, wenn klare Signale für Abgabedruck und dann weiteres bärisches Momentum, in dem Fall eben halten unterhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, Abwärtsdynamik, entsprechend eben kontinuierliches Runternehmen der Geldseiten, beziehungsweise ein Decrease auch der Offer, also das heißt, die Briefseiten entsprechend nachrücken. Solange das gegeben ist, ist das eigentlich ja, ist das aus trading-technischer Perspektive aber immer noch ein valides Play, welches man auf dem Schirm haben könnte oder sollte an dieser Stelle. Und die Earnings, wie gesagt, die waren jetzt nicht so prall, dass man jetzt da irgendwie irgendwelche Squeezes oder dergleichen erwarten dürfte. Ganz im Gegenteil, in der Vorbörse kann man es ja hier sehen, handeln wir aktuell 8% eben unter dem gestrigen Schlusskurs. So, das wär's also für die Einzeltitel an dieser Stelle gewesen. Kommen wir an dieser Stelle zu den Devisen, die natürlich heute auch potenziell interessant werden könnten, sollten, vor dem Hintergrund der Non-Farm Payrolls. Schauen in dem Zusammenhang natürlich einmal kurz auf den Euro zum US-Dollar. Der hat gestern einen Versuch gestartet auf der Oberseite. Ich habe das gestern Abend zufällig gesehen, ehrlich gesagt. Mein Hauptfokus, der war da eher auf den Einzeltitel auf Barber. Habe dann kurz rüber geguckt und habe gesehen, dass wir nochmal einen Versuch gestartet haben, auf der Oberseite diese Widerstandsregion anzulaufen, gegen die wir jetzt allerdings erneut abgeprallt sind. Jetzt wird es interessant, weil das skizzierte Szenario von mir, das beinhaltet auch, dass wir zwar kurzzeitig die Zinsen droppen sehen, also Zweijahreszinsen fallen sehen oder Rücksetzer sehen, aber besonders eben zehnjährige Zinsen einen Spike nach oben erwarten sollten, weil Großteil eben dieser geldpolitisch lockeren Haltung infolge eines schwachen Arbeitsmarktbereiches schon eingepreist ist. Bedeutet im Umkehrschluss, der US-Dollar, der sollte eigentlich, auch wenn die NFPs schwach veröffentlicht werden, sollte der eigentlich stärker erwartet werden. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, dass der Euro hier in diesem Umfeld zwischen 1,0250, vielleicht ein bisschen ausgedehnter 1,03, nicht in der Lage war, höhere Hochs auszubilden. Das ist eigentlich ein Zeichen relativer Schwäche und könnte für einen heftigen Abprall und eine Attacke vielleicht sogar auf die 1,01 im Wochenschluss resultieren. Durchaus ein Szenario, was man auf dem Schirm haben könnte. Ganz kurzer Spike ist vielleicht denkbar. Das ist eine deutliche Widerstandsregion, die sich im Laufe der letzten 2, 3 Wochen herauskristallisiert hat. Also nicht auszuschließen, dass einige übergeordnet agierende Play oder beziehungsweise kurzfristig agierende Spieler, aber nichtsdestotrotz das übergeordnete Bild berücksichtigende Player hier an der Stelle sagen: Naja, wir haben einen übergeordneten Abwärtstrendkanal. Ich positioniere nämlich Short in Erwartung auf der Unterseite eines Flushs, einer erneuten Attacke auf die Parität. Wenn ich mich jetzt in diesem
Umfeld hier im oberen Quartil dieser herausgebildeten Range mich positioniere, wo liegt mein Stop? Da liegt oberhalb dieser Range, also oberhalb von 1,03, denkbar, dass die kurz rausgepiekt werden, also dass es da einen Stop-Out gibt auf der Oberseite. Deswegen würde ich das eher abwarten wollen. Und ja, sofern dann allerdings hier ein Follow-through ausbleibt und wir eher wieder zurück in die Range setzen, wäre das für mich eigentlich eher ein Signal von der Short-Seite und würde in der kommenden Woche vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit denkbar werden lassen, dass es zu einem Break aus der Range noch auf der Unterseite kommt. Wie dann sich allerdings das Bild weiter herauskristallisiert im Falle des Euro-US-Dollars, besonders vor dem Hintergrund der Inflationszahlen am Mittwoch, das bliebe erstmal abzuwarten. Aber nichtsdestotrotz auf die Earnings, ist, Earnings schon, auf die Arbeitsmarktzahlen. Tendenz geht eher in Richtung, ja, dovish Refett, aber nichtsdestotrotz, US-Dollar sollte gegenüber dem Euro stark reagieren, weil der Euro sich relativ schwach präsentiert hat, trotz dieses Antizipierens eines geldpolitisch lockereren Kurses. Und woran mache ich den fest? Nein, den mache ich zum einen fest, sicherlich auch an den Entwicklungen im Zinsmarkt, somit im Dollar-Yen, aber dann, wie wir es gleich auch sehen werden, natürlich an Gold. Bevor wir zu Gold kommen, will ich noch mal ganz kurz hier auf den Dollar-japanischen Yen eingehen. Kurzer Augenblick. So, ich schau mal ganz kurz. Okay, also hier ist alles weiter gut. Hackt halt, wie gesagt, hackt ein bisschen. Ich bin ein bisschen, macht mich immer nervös, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders in den Sommermonaten, also hört sich zwar lächerlich an, aber letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ist mir im Morning Meeting hier zwei, dreimal wirklich einfach der Rechner abgeraucht bzw. eingefroren. Einfach weil der zu heiß gelaufen ist. Und ja, die Lösung des Problems halt war, ich hoffe übrigens mit dem, wie heißt der? Lüfter, ist das ein bisschen besser geworden? Ich habe nämlich hier so eine in Anführungsstrichen Komfortlösung gefunden für die Lüftereinstellung. Also der rauscht im Hintergrund zwar immer noch, für mich, aber ich glaube, dass das nicht mehr so deutlich an den Lautsprechern dort draußen in der weiten Welt tatsächlich ankommt. Ich glaube, also es hört sich angenehmer an, jedenfalls. Also für mich ist es angenehmer, aber eventuell auch für diejenigen, welchen die zuhören. Und jetzt nochmal zurückkommt. Also wie gesagt, der hat direkt auf der Dingsplatte gestanden, auf der Arbeitsplatte hier. Und infolgedessen kam natürlich kein guter Luftzug durch. Also das heißt, der hat gedreht und gedreht im Hinblick auf Lüften, aber da war nicht viel mit Zirkulation. Und infolgedessen ja, habe ich dann die Lösung gefunden, dass ich eben entsprechend hier so eine kleinen Untersetzer drunter gesetzt habe. Dadurch ist die Zirkulation halt möglich. Problem ist halt nur, dass der immer noch heiß läuft und wenn dann der auf voller Pulle hier durchdreht, dann hört sich das eben an, wie jemand mal ganz nett schrieb, als wenn die Frau im Badezimmer steht und sie die Haare föhnt. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, dass das alles ein bisschen besser und angenehmer sich jetzt darstellt. Wie gesagt, das macht mich trotzdem nervös, wenn der jetzt hier so ein bisschen hakelt, aber das hat nichts mit dem Laptop oder so dergleichen zu tun, sondern wie gesagt, irgendwie mit der Software und dem Kodierungsquatsch da im Hintergrund. Kommen wir zum Dollar-japanischen Yen. Der interessiert uns hier viel mehr. Gegenbewegung hatten wir zum Thema gemacht als Möglichkeit. Und jetzt, es wird ganz interessant. Es wird ganz interessant, weil wir haben einen potenziellen Top-Out hier gegen die 134-134,50er Region zu sehen bekommen. Also gestern, ganz offensichtlich. Wir hatten es im Morning Meeting schon zum Thema gemacht gehabt gestern. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht noch einen kurzeren höheren Lauf sogar thematisiert hatten. Eventuell die gefühlt um 135 sogar. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber die Signalgebung hier mit diesem leicht tieferen Hoch und dem Überrollen jetzt hier lässt schon tief blicken, in Anführungsstrichen. Jetzt wird es allerdings deswegen interessant, weil das gerade von mir skizzierte Bild mit dem US-Dollar, das begünstigt eigentlich eher die Long-Seite. Also ein ähnliches Spiel wie im Euro-US-Dollar, nur hier, halt hier jetzt auf der Unterseite. Sprich, es könnte kurz sein, dass wir einen Flush zu sehen bekommen auf die Non-Farm-Payrolls in Richtung hier der 132,50, 132 eventuell, aber dann einen scharfen Bounce. Sollte dieser Flush ausbleiben, würde ich allerspätestens mit dem Bruch über die 133,50 Dollar japanischen Yen wieder long sein wollen, weil ich mir dann vorstellen könnte, dass wir in den kommenden Tagen einen Bounce zu sehen bekriegen, der uns sogar zurück über 135 führt. Also so würde ich aktuell das Bild eben skizzieren. Es sieht weiterhin danach aus, als wenn die ausgemachten Verkäufer hier im asiatischen Handel kein Interesse haben, zu den derzeitigen Niveaus in irgendeiner Form zu intervenieren. Wir hatten, wie gesagt, hier Muster erkennt über den Nachthandel.
Es ging 3, 4 Uhr über 3, 4 Tage in der jüngeren Vergangenheit entsprechende Verkaufsorders offensichtlich in den Markt gegeben worden sind und dann irgendwann dieses Angebot versiegte, diese Gegenbewegung mitgetragen hat. Also es war nicht jetzt initiiert dadurch, aber es hat zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Gegenbewegung erstmal nachhaltigere Natur sich darstellt. Und sollten, wie gesagt, jetzt die Non-Farm Payrolls zwar enttäuschen, aber der US-Dollar kurzzeitig sich korrektiv zeigen und auch die 10-jährigen Zinsen kurz einen Bounce auf der Oberseite sehen, wäre das meiner Einschätzung nach eher bullisch treibend und machte im dollar-japanischen Yen einen Bounce in Richtung der 135er-Region. Sehr viel wahrscheinlicher. Wie gesagt, wo ich hier diesen Bereich um 133,50 eventuell als Triggerlinie heute in Betracht ziehen würde, bei einem Break höher, dass der die Initialzündung geben könnte für diesen Lauf auf der Oberseite. So, aber viel interessanter, glaube ich, wird am heutigen Tag dann im Hinblick auf die Non-Farm Payrolls tatsächlich das, was wir durch oder in Gold zu sehen bekommen dürften. Und will dann an der Stelle hier einmal. So, Gold natürlich aufmachen. Wir haben jetzt den Lauf schon fast in Richtung der 1800er Region zu sehen bekommen. Wie gesagt, das ist meiner Einschätzung nach auch nochmal ein deutlicheres Signal eventuell sogar, dass der Markt hier einen enttäuschenden Arbeitsmarkt spielt, beziehungsweise erstmal eine dovische Fed, der natürlich aber durch irgendwas getriggert oder getragen werden müsste. Diese Erwartungshaltung und da kommen eben im derzeitigen Umfeld nur die Arbeitsmarktzahlen eben in Frage. Wir sehen jetzt hier im relativ überdehnten Modus ein erstes Überrollen, Austoppen, knapp unterhalb von 1800. Und es bleibt im übertragenen Sinne dabei, dass wir hier einen Rücksetzer abwarten wollen. Auch hier dürfte die Erwartungshaltung auf den ersten Blick doch recht einfach in die Richtung gehen, dass man sagt, aber schwache Arbeitsmarktzahlen sind doch eigentlich dann schwach oder bärisch für den US-Dollar und folglich treibend für Gold. Das stimmt, aber ein Großteil dessen scheint bereits eingepreist. Also das heißt, anders formuliert, in dem Moment, wo die News so veröffentlicht werden, wie wir es erwartet haben und was eingepreist wurde, ist eher wahrscheinlich, dass wir einen schärferen Rücksetzer an der Stelle einkalkulieren sollten. So die Aggressivität eines solchen Drops es hergibt, würde ich an dieser Stelle mir wünschen, dass wir nochmal die Gefilde um 1750, 1745 anliefen. Könnte auch sein, sofern wir denn dann hier die bis dato ausgebildeten Tiefs um 1755 ist es, glaube ich, oder 53 noch einmal kurz unterschreiten. Da könnten viele Stops tatsächlich liegen, einige Stops im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung. Und ja, sollten wir dann in diesem Zusammenhang eben allerdings die 57 halten können. Wie gesagt, dann wird denkbar, dass das nächste Leg Up initiiert, welches uns in Richtung der 1800 oder zurück über die 1800er Marke eben tatsächlich führt. Also sprich anders formuliert, auf NFPs, die unter der Erwartung rein kämen, wäre hier ein entsprechender Rücksetzer gegen die 750 das, was wir sehen wollen würden, um uns gegen diesen Bereich Long zu positionieren. Wir wollten natürlich oder wir würden natürlich abwarten, wie sich das Bild auf den untergeordneten Zeitebenen darstellt. Also ich würde jetzt nicht eine Limit-Order da reinlegen, sondern ich würde eher abwarten, Flush in dem Bereich, Stabilisierung und dann erneutes Aufdrängen gegen diesen Bereich und dass die Bullen gegen dieses Level entsprechend in den Markt kämen. Das ist übrigens identisch eigentlich mit dem, was wir für den Nasdaq gerade skizziert haben. Selbst wenn dieses Szenario mit schwachen Arbeitsmarktzahlen nicht auf den Weg käme, sondern starke Arbeitsmarktzahlen und der Spike in Zinsen heftiger ausfiele, selbst dann wäre dieses Szenario logischerweise nachzuvollziehen, weil wir eine sehr zinssensitive Währung oder beziehungsweise ja, Währung auch, aber ein sehr, sehr zinssensitives Asset hier mit Gold eben tatsächlich haben und folgedessen dann ein bärischer Flush durchaus im Bereich des Wahrscheinlichsten tatsächlich liegen dürfte. Und das wär's tatsächlich größtenteils soweit meinerseits mit Ausblick auf die heute anstehenden Non-Farm Payrolls gewesen. Ja, also ihr seht, erfordert etwas an tieferem Verständnis. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen habe die Gedankengänge skizzieren können, die mir durch den Kopf gehen. Ich hoffe, dass das aber dennoch einmal unterstrichen hat, wie wichtig es ist, sich einen Gameplan zu machen. Also das, was erwartet wird, das, was erwartet wird, wenn es eintrifft, wenn es übertroffen wird, wenn es untertroffen wird, was mein Bias ist, meine Einschätzung, das Ganze für zwei, drei Märkte eben durchzudeklinieren für sich, das kann oder ist tatsächlich unglaublich und sollte nicht unterschätzt werden, unglaublich hilfreich dann in der jeweiligen Situation, wo ich einfach auf den Plan eben entsprechend ausführe. Und deswegen würde ich empfehlen, ich gehe davon aus,
alle von uns werden mit Spannung auf die 14:30 Uhr zu veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen schauen. Setzt euch vorhin, wenn ihr plant, Trades abzusetzen, wenn das im Rahmen eures Tradings eine Rolle spielt, aktiver Intraday-Handel, dann setzt euch hin, macht euch ein kleines Szenarientableau, schreibt das entsprechend runter und hart an der Dinge, die da kommen. Und seid aber wenigstens gut vorbereitet, um dann nicht oder im Gefecht selbst die Entscheidung treffen zu müssen, weil das geht meistens schief. Einfach deswegen, weil so viele Informationen auf einen einprasseln und man an der Stelle eben ja, zu viele Informationen auch verarbeiten muss an dieser Stelle. Deswegen macht es durchaus Sinn, da vorbereitet in dieses Event entsprechend zu gehen, mit solch einem klar formulierten Gameplan und dann ausgehend hiervon entsprechend die Handelsentscheidung zu treffen. Das wäre es meinerseits gewesen für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wie gesagt, Happy Trading und viel Erfolg heute, 14:30 Uhr mit den Non-Farm Payrolls. Und wir hören uns dann am Montag wieder, wie gewohnt, um 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaltet. Und bis dahin habt ihr jetzt erstmal ein schönes Wochenende, beziehungsweise erstmal einen erfolgreichen Handelstag und dann das schöne Wochenende im Nachgang. Und soweit meinerseits also. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.